dem Blick hier? Muss ich da die Post-Processing mal umschauen? Das wird dann bei mir sehr wahrscheinlich Revit sein. Okay. Alles klar. Wir leiden Post-Processing. Ne, soweit ist klar. Das ist logisch. Ja, ne? Müssen wir erstmal umparken. Negativ. Lupus. Motor an, Motor an. Ist ein Verkehr hier auf dem Land. Ja, auf jeden Fall. Hier ist los, ich glaube, der will uns abdrängen. Ja, Entschuldigung, einfach muss der eskalieren. Es kann weitergehen. Oh, warum hast du jetzt nicht einfach die Reifen genommen, Mensch? Das war für mich eine ganz klare Bedrohung. Nach ROE habe ich richtig gehandelt. Okay. Ich glaube, Nord aus. West, Südwest. Feuer Nord, Feuer Nord. Feuer Nord. West geht sauber aus. Oh, Südwest ist ein Mann gefallen. Odium hinter uns gefallen, das Odium, der hinter uns an der Straße ist. Ja? Okay. Warte, bleib erstmal hier beisammen, ey. Nicht weglaufen, ey. Alpha Südwest Richtung 250, Odium gefallen. Einer down. Zweiter Mann in Nord gefallen. Bleibt ihr in Südwest? Rechts von Odium ist Hütte. Jungs, wir haben Feinde auf West. West. Wir haben Feinde auf West. Auf West? Wir haben auch auf Nord. Okay. Ich gehe nach West. Auf 260 am Rand fallen Schüsse. Hinter der Kante. Richtung West. Charlie, Vorsicht, okay, Schüsse West, ebenfalls gut. Aus West. Dann weg von mir, ich hab Nord hier. Ach. Ich steig hier raus, ich geh in Deckung. Okay. Was ist das? Bravo, Status bitte melden. Ihr Bravo haben abgesessen, haben einen Verwundeten. Sind noch am Kämpfen. Kann ich einer ordnen? Verstanden. Nee, negativ. Kann nichts sehen. Bleib du liegen, Schlucki. Gut, das kommt von hinten aus der Stadt. Information an alle, checkt eure Ziele. Wir haben auch Zivilisten im Kampf geschehen. Wir haben Odi hier. 255. Nee, warte mal, wer ist denn das? Odium hinter der Hügelkante. Dorsal ist auch gefallen. Ja, ich zieh ihn hinter das Auto, genau. So, liegt. Dein Schütze ist gerade gefallen am Kampfauto. Ist ja scheiße, ich hol den hierher. Boah, fuck, über Hügel. Wir haben Nord-Nordwest. Nord-Nordwest in den Büschen. Muss nachladen. Nord-Nordwest direkt in den Büschen vor uns. Sieg nicht. Ja, war jetzt auch nur einer kurz zu sehen. Oh. Feind kommt in den Süden auf 180, 160 über den Berg. 300 Meter. Oh, sorry. Alles klar, aufgeschaltet, Süd. Bleib du in Nordwesten, ja, Schlucki. Ich bin noch mehr im noch Süd. Am Leben, haben okay, wenn du das sagst. Vier Ausfälle. Haben hier hinten auch direkt neben euch in der Büsche. Einer ausgeschaltet. Noch an. Und down. Noch einer weiter rum am Berg. Jungs, ich will das MG hören. Support. Hier unsere Schwerpunkte. Hat er noch eine Richtung? Süd. Dann, bleib du jetzt bei Süd, dann geh ich rüber zum MG und besetze das MG, richtig, Harry? Ja. Okay, Dorsal müsste gleich wieder hier sein, Endteil und Mike spielen. Hast du Süd eine Richtung?
Ich übernehme es irgendwie. Okay, ne, übernimm du, alles klar. Richtung war 160 bis 180. Im Nord-Nordwest, da wo die Biffe auf den kleinen Hügel hier direkt neben die, den Autos. Da waren hinten Gegner in den Biffen. Also ich habe wieder die Nord-Nordwest-Seite. Vor allem haben wir auf jeden Fall Odi noch liegen an der Straße. 155 ungefähr hinter der Straße liegen. Behältst du mich im Auge, dann geh rückig mal vor Richtung Nordwest, West. Machen es ganz einfach. Ja, dann gehen wir zu Pios Fahrzeug da drüben. So, Tom ist weg, enthalten. Wo ist Odi? Ich hol ihn. Alter, was geht denn hier ab? Ich glaube, ich brauche noch eine Einteilung. Ich kann nicht laufen. Ja, machen wir später, Tom. Guck mal, Richtung Süd haben wir eventuell noch mal Feind. Okay, zurück zum zu den Autos. Danke für die Deckung. 160 Füße. Mike, wo soll ich Odi ablegen? Ich kann an die Gun wieder okay. Um. Hier Pion, alle Donis momentan. Was sagst du? Kannst du bestätigen, dass da oben was ist? Warte, überprüfe. Da oben an dem Felsen meine ich Bewegung mit dem zu haben. Okay, wo überprüfe, Moment. Seh nix. Rechts eigener Mann kommt zu uns. Auf Süd eigener Mann. Ah, okay, alles klar. Was ist mit dem MG? Warum ist das schon wieder nicht besetzt hier im Auto? Ich denke, der ist gerade rein. Ach so, ja, der los. Das muss immer besetzt bleiben. Bin übrigens da. Ah, Tom hat schon wieder erwischt. Versorgst du ihn oder soll ich? Ja, ich bin Mike ist dran, ne? Commander ist jung. Gib Morphi bei Haft. Ich fühle mich erstmal ich hab was abgekriegt, Ja, geht aus. Lass dich versorgen. Aber wir haben jetzt erstmal Tote, also alles ist erlaubt. Gib Morphi bei Haft. Auf erkannte Ziele sofort Feuer eröffnen, Schlucki. Ja, höre. Info an alle. Bravo wird jetzt hier Sicherungsposten mit MG aufstellen an dem Hügel. Danach wird Alpha in die erste Siedlung vorverlegen und Raumgewinnung betreiben. Charlie bleibt weiterhin auf seiner eigenen Position und sichert ebenfalls. Wenn Bravo dann den Vollzug meldet, machen wir los. Jo. Wir gehen auf die rechte Seite von den Häusern. Also von der Straße, rechte Gebäude. Genau, die rechten Gebäude. Dann ran an die Mauer. Okay, linke Ecke. Rechts. Das ist die rechte. Sauber bei mir. Hier auch. Super. Bravo, wie ist denn die Möglichkeit, Schlucki, an den Ruinen an eurer rechten Hand Stellung zu beziehen? Ja, Bravo, das werde ich auskundschaften und dann in ein Mike Meldung machen. Verstanden, immer nur zwei Mann-Teams losschicken, ja. Ja, ich gehe persönlich mit einem weiteren Schlitten. Ja, ist sicher hier. Perfekt. Gut. Hallo, Bravo. Frage, wie kommt es hier
Frage, Rode. Bist du da noch? Ja, ja. Nimmst du die Ecke, dann halte ich mich lieber zurück. Okay. Okay, wir sind da. Gut, wir gehen links weiter und dann rechts rein hier neben. Hier Bravo nochmal, haben wir jetzt noch eine Informationen. Wir laufen euch, ja? Ja, richtig. In den nächsten Kanalrohren der Informant kommen. Der mögliche Informant befindet sich, wenn man bei den Kanalrohren steht und nach Norden sieht, links. 100 Meter, 200 Meter. Mike, kommst du? Ja, positiv, hab die Sichtung auf okay, vorbei. Alpha kommen. Bravo, wir haben bewaffnete Gruppe wir haben bewaffnete Gruppen im Norden. Würden auf eure Position. Im Norden. Müsste vor uns genau sein. Ich komm zurück, irgendwas stimmt hier nicht. Sorry. Wir sind dran. Ist klar, bezieht gerade hier in dieser Ruine Stellung. Ich kreuze. Ich gehe vor zum Stein. Okay, ich habe hier Süd und West, die Hauptstraße. Folge zum Stein. Er ist voll aus der alster Ghetto-Kid, Mann. Pur. Gut. Er hat gemeint, dass er drei Aufenthaltsorte hat. Die müssen wir jetzt alle abklappern. Das müsste vielleicht die Patrouille sein. Kommt mal hier ums Haus rum. Meldet das noch den Sicherungsbereichen? 97 Grad auf der Hügelkuppe. Verstanden, danke. Hier Alpha, wir haben möglichen Feindkontakt auf 97 Grad unserer Position. Hügelkuppe, ist das die angesprochene Patrouille? Positiv. Aha. Verstanden, gut. Wir werden jetzt auf jeden Fall wieder zurückgehen zu unserem Land Rover. Wenn wir dort sind, folgen weitere Befehle. Erstmal noch Sicherung aufrechterhalten, bis wir zurück sind. Verstanden. Okay, und wir werden dann hier rausgehen. Nein. Einfach der Hügelkuppe weiter folgen. Das überschlagende Spielchen bitte. Teile bleiben hier. Zwei laufen vor bis zum Stein. Also verstanden. Oliver und ich stehen, bleiben erstmal stehen hier. Okay, Mike und Donner laufen. Los, Mike. Okay, sicherst du nach Ost, ich nach Nord. Okay, Sicherung steht. Schon steht. Wir gehen auf die andere Seite. Verstanden. Verstanden. Lucky Door soll nachrücken. Okay, auf die andere Seite des Steins gleich. Du Sommerscher. Und wir beide auch. Los, Mike, ab. Charlie behält den Sicherungsbereich erstmal noch bei und deckt ebenfalls das Rückverlegen von Bravo. Teamleader von Charlie, der musste jetzt gerade mal in den Busch. Ich komme dann nach. Verstanden. Pio, deine Leute auf die Gebäude aufteilen zum Sichern, Rundumsicherung des Compounds herstellen und bei mir bleiben. Also ich jetzt bei dir bleibe. Du bleibst bei dir. Ihr wisst, wo wir momentan sind? Mein Team ist gebrieft. Party ist klar. Gut. Wir werden jetzt in Richtung Nord entlang der Straße
gehen. Wir sind ab sofort Fußtruppe. Der Jeep wird von Alpha übernommen. Unser Weg ist über Rally Point 1 und Rally Point 3 zu dem ersten Fragezeichen oben im Norden von Rally Point 3. Sieht das jeder? Erkannt. Gut, aufgrund der Gefahr, wie wir ja schon ganz zu Anfang hatten, wegen der Situation, dass wir in den Fahrzeugen erwischt wurden, wird es so sein, dass wir ab sofort immer scheinbar eine Fußtruppe vorneweg haben. Diesmal ist es unsere Ehre, wir werden vorlaufen. Hinter uns der schwer bewaffnete Jeep im Abstand von 50 bis 100 Meter. Und dahinter dann Alpha, welches auch unseren Rover nachführt. Fragen? Nope. Marschreihenfolge. Ja, das würde jetzt kommen. Und zwar, wir machen einfache, ne, Schrittreihe links, immer abwechselnd links, rechts, 1, 2. Das war ein Fehlschuss, das hat man ja schon gehört. Moment, die Markierung kommt gleich. Als erstes, das die Markierung ist gesetzt, bis dorthin. Ich weiter. Feindkontakt, circa 50 Meter voraus, 5-Mann-Gruppe. Verstanden, erstmal alle absitzen, wechseln Fahrzeugen ein bisschen und beobachten. Bravo, nicht mal vorne an den Steinen, Stellung rechts von der Straße. Wir brauchen negativ, Feindkontakt schon aufklären. Okay. Ich habe ich sehe ihn auf dem Dach hinten, von uns aus gesehen auf 0 Grad. Ich geh mal vor, guck mal nach dem rechten, ne? Jojo. Wenn du willst, auch nach dem linken. Leute, hab ich kein Gefühl für Entfernung, es sind doch keine. Am Stein nichts zu sehen. Okay, weiter vorrücken oder was? Jupp, weiter zu den weiteren Steinen. Zwei Leute, drei Leute. Wo denn? Warte. Nein, tot. Achso. Vier, okay, sind alle, glaube ich. Tote. Okay, Bravo rückt auf rechter Seite langsam mit vor. Okay, ich würde sagen, wir beziehen hier Stellung und sichern und Bravo geht rein. Wir gehen hier leicht links den Berg hoch noch, dass wir mehr Einsicht haben. Bravo, wir haben einen relativ guten Einsicht in den Compound. Wir werden euch von hier oben Deckung geben. So reingesiebt haben, ey. Ich bezweifle, dass er überhaupt dort ist. Kann einer gucken, der Typ dahinter der Fahrt links? Mein Gott, Donny. Ja, Donny hört. Unbewaffnet. Unbewaffnet. Okay, haben gute Sichtposition von hier oben. Warten, Befehle ab. Verstanden. Sind aber ruhig hier. Straße macht einen starken Rechtsknick, oder Gelände da vorne. Die kriechen jetzt quasi gleich außerhalb unseres Sichtgebiets. Denke, 500 Meter etwa. Ja, auf dem Akkotsch ist es auf jeden Fall der dritte Strich unter der Mitte. Beauty, 500 habe ich eingestellt, den werde ich hier sehen. Ah, die scheinen uns wirklich nicht gesehen zu haben. Nö, ganz locker. Also falls gleich ein Feuergefecht beginnt, ich mache die rechten. Okay, sind unter Feuer gekommen. Donner, nimm dieses in die Hand. Los, los, renn. Los, zack, 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 wir müssen unsere Jungs unterstützen. Eigenständig neue Position suchen, um die zu unterstützen. Alpha hört schon. Nicht zu weit vor. Erstmal hinlegen, runter. Alpha für Charlie, bitte kommen. Eigene Leute voraus.
Siehst du den Gegner auf 142 Grad? Negativ. Ja, erledigt. Über, da war 140 an Feind, dude. Wo sind denn unsere? Kannst du das sagen? Was? Unsere sind hier hinter dem Stein, sehen wir nicht. Die sind ja quasi auf 130. Direkt bei uns. Ja, direkt hier am Stein. Wir haben, glaube ich, die ganze Patrouille. Gut, dann weiß ich, wo keine, wo die sind. Also okay. Ich denke, sind Odi scannt linke Seite, ich Mitte, ja. Schlucki rechten Hügel. Alles nochmal absuchen, bitte. Okay. Charlie, hier Alpha, kommen. Wir haben vier Feinde ausgeschaltet. Donny, kannst du nach 190 gucken auf dem Berg, auf die Bergspitze? Ich nehme an, das ist Pio. Bitte? Mike am Donner. Ja, das ist nee, Donner, sorry. Donner. Ja, höre. Ja, das ist Pio und seine Truppe, ja. Super. Oder? Du hast gerade nicht gefunkt. Ja, sind angekommen. Sanitäter, 20 Meter hinter ihrer Position, bei Beschuss, Raufwand aufbauen, wir nach hinten bringen. Links an den Häusern. Ich unterstütze dich. Verstanden. Kontakt auf Straße, rennt. Nein, eigene Leute sind da noch nicht gut. Noch die Position halten, Hetzen Stellung immer so beziehen, richtig, wir rücken auf. Das ist, weil damit du durchs Gewehr noch zielen kannst. Ach, was ja, ein Essig funktioniert. Genau. Aber Nachtsicht anbleibt, verstehst du? Kannst naja den Feind ausmachen und kannst dann mit dem einen Auge kannst du schießen, mit dem anderen Auge kannst du schießen. Ja. Ey, den Feind davon das aus. Alpha ist Alpha. Der läuft im Haus. Ja, Charlie ist alles bei uns. Dito habe ich auch, links von dem Haus, wa? Bravo, Position links der Straße bezogen, haben gute Sicht. Weiße Hose und weißer Turban. Bewegen sich jetzt weg. Ah, der Lauch an die Bravo, haben gute Sicht aufs Zielgebiet, kommen. Ja, der Regine ist von 2030 oder was hat er zu tun? Tag warten, Jungs. Bisschen weiter noch. Hier Bravo, wir haben schon feindliche Ziele, können wir den Fernkampf von hier aus führen? Viel zu weit weg. Bravo, Alpha ist AFK. Nein, auf die gefunden, noch den. Frage Alpha, haben wir Feuerfreigabe bekommen? Hier Bravo, verstanden. Ja, vielleicht sind... Ich höre die nicht. Nee, ich höre die auch nicht. Nee. Ich höre die unten funken, aber die Antworten krieg ich nicht mit. Hier Charlie für hier Alpha für Charlie, bitte kommen. Wir müssen mal schnell zu Alpha, ich kann nichts hören. Bleib mal da, ich geh da mal schnell hin. Okay, halten hier Position. Sind die beiden neben dem Haus weg? Nee, die sind da noch. Ich sehe noch einen Arm. Charlie, Alf kann sie aufnehmen. Ja, ich konnte dich verstehen. Ich habe mich jetzt ihrer Position angenähert. Ah, da sind sie wieder. Sollen wir weiter vorrücken, oder? Verstanden. Also ich okay, hier Bravo an alle. Feuer in 10 circa. Okay, dann los, links ein Stück rüberrücken. Nächster, ihr wartet, bis wir in Position sind. Kommt ein Stück hier, genau.
hinter dem Bus. Und Harry? Ja, ich hab den Typen im Visier. Okay, super. Seid ihr in Position? Ja, sind in Position. Jetzt ja. Bravo für Charlie, bitte kommen. Hier Bravo hört. Meldet Charlie in Position. Hier Bravo verstanden, feuern gleich. Bitte vor Angabe, bevor ihr Schießen anfangt. Ich hab halt nur einen im Visier. Ich glaube, der kriegt von uns allen eine Kugel. Ja, ist doch okay. Ich probiere auf den rechten zu zielen. Ihr seht ja den mit der weißen Hose, war ich probiere den mit dem Turban. Charlie, Bravo, wir werden gleich Feuerkampf eröffnen. Warte mal, Donner, ich rutsch mal auf deine Position. Ja, jetzt läuft er weg. Ja, der kommt aber jetzt gleich wieder. Ihr könnt noch ein Stück berg abrutschen, dann habe ich ihn vielleicht noch besser im Visier. So. Kannst du versuchen. Also jetzt sehe ich den mit dem Turban zum Beispiel. Ich würde sagen, auf Akkotsch, Visier, dritte. Jetzt ist der andere auch wieder da. Dritte Strich. 400 Meter. Hab den, hinteren. So, das war's mit Fernkampf, wir gehen vor. Okay, auf Linie oder wie? Schützengruppe Wolke. Wolke.